Im Theater ist was los, egal was die von mir wollen, ich sag ihnen ja. Im Theater ist was los, ich gehe hinein und die Gänsehaut ist schon da. Man braucht dort immer neue hübsche Mädchen, als Julia, als Ophelia, als Gretchen. Im Theater ist was los, ich weiß nicht, wie man einen anderen Beruf haben kann. Die Musik, der Geruch, der Applaus, da ist schon was dran. Komisch, dass du das sagst. Ich bin gerade eben beim Packen. Aber nein, hast du denn vollkommen vergessen? Mein erstes Engagement. Wenn man drüber einfach lächeln könnte, wenn die Luft so wäre, dass man sich fächeln könnte, nicht ersticken müsste, nicht mehr röcheln könnte, aber alle wollen nur die Leiche. Jeder weiß, dass man ertrinken könnte und bevor man ganz und gar versinken könnte, glaub ich fest, dass jeder einmal winken könnte oder rufen, geh doch noch nicht fort. Gibt's denn einen besseren Ort? Freunde, hast du keine dort? Klein ist der Sinn, aber groß ist das Wort. Man muss den Männern sagen, dass sie klug sind, denn darauf legen sie sehr viel Gewicht. Und dass sie ohne jeden schlechten Zug sind und nicht nur Mann, nein, auch manns genug sind. Auf solche Lügen sind die Männer immer erpicht. Jedoch die Wahrheit, die dulden sie nicht. Man kann sie schlagen, man kann sie streicheln, kann sie verspotten und sofort auf ihnen schmeicheln. Man kann sie reizen, man kann sie quälen und ihnen alles, was sie je geleistet haben und daher am besten wissen, immer wieder neu erzählen. Man muss den Männern sagen, dass sie brutal sind. Das akzeptieren sie als ihre Pflicht. Dass sie in jedem Fall dein Ideal sind. Und selbst mit 80 phänomenal sind. Ja, dann ertragen sie manchmal sogar ihre Gicht. Jedoch die Wahrheit, die nackte Wahrheit. Die nackte Wahrheit bringt die Männer jedes Mal ums letzte bisschen Verstand. Denn für die Liebe ist die Wahrheit nur, was kaltes Wasser ist für den Brand. Solange wir noch im ersten Akt sind, hat die Lüge jedes Privileg. Denn zwei Verliebte, die ja meistens selber nackt sind, steht nackte Wahrheit nur im Weg. Nur über andere Männer brauchst du nicht zu lügen. Da sag ihm seelenruhig die Wahrheit ins Gesicht. Denn wenn sie schlechter sind als er, macht ihm Vergnügen. Und dass sie besser sind, das glaubt er dir ja nicht. Besteh darauf, dass andere Männer fies sind. Er hört so gern, dass andere alt und mies sind. Dass sie banal sind und trivial sind. Und dass dir alle Männer außer ihm egal sind. Dass sie gemein sind und vulgär und arrogant und ordinär. Und ganz besonders, dass sie anders sind als er. Meinen Sie, es ist leicht? Meinen Sie, es ist schwer? Weder noch glauben Sie mir. Meinen Sie, es ist faul? Meinen Sie, es ist fair? Weder noch glauben Sie mir. Man muss nur wissen, man hat niemals ein Zuhause und dass man niemals ein Zuhause haben wird.
und dass man, wenn man einmal sagt, ich geh nach Hause, sich höchstwahrscheinlich in der Ausdrucksweise irrt. Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein prächtiges Weib. Und wenn ich denk, wie ich mir jetzt die Nächte vertreib, denn dann, wenn sie mich besucht, wie ich zu Hause dann bleib. Aber ach, sie kann nicht schreiben. Sie hat eine linke Portion sowie eine rechte Portion. Und die sind beide synchron in einer Luxusfassung. Sie ist eine Inspiration und eine Revolution. Aber ach, sie kann nicht denken. Ach, warum kann der Himmel mir nicht eine schenken? Die wäre ganz genau wie sie und könnte denken. Dass sie nicht kochen kann, ist nicht genug gewesen. Wenn sie ein Kochbuch hätte, könnte sie es nicht lesen. Wenn ich sie sehe, schaue ich sie melancholisch an. Sie kann nicht lesen und nicht schreiben und nicht denken und nicht kochen. Und ich frage mich daher, was kann sie dann? Was kann sie dann? Sex is a wonderful habit. Sex is habitual, ritual stuff. Think what it does to a rabbit. Like a rabbit, you can't get enough. Sex makes you drop your defenses. Sex is so soothing, it makes you relax. And if it has consequences, the government lowers your tax. Nein! Ich will niemanden sehen! Schaut nur, wie mich der Teufel holt. Der Gin in meinen Adern, der Wahn in meinen Adern, die Welt in meinen Händen, ich zeichne ihren Lauf. Morgen wird kälter rauf sein, übel und lau und grau sein. Morgen wird nüchtern rau sein, aber heute heute werd ich einen heben, wie nie in meinem Leben. Und morgen werd ich kotzen in Dreck, in Schmutz, in Mist. Heute hoff ich wie besessen, um einmal zu vergessen, für eine Nacht vergessen, wie mir zum Kotzen ist. Ich hab einmal ein Buch gelesen, da kam so jemand vor wie ich, der sagt darin, das weiß ich ungefähr, von Herz schwer und Welt so leer, von Ewigkeit und Treu, ich weiß nicht mehr, ich liebe dich. Na, wie fanden Sie das, Herr Direktor? Gut, Herr Direktor? Was, Herr Direktor? Was, Herr Direktor? Schlecht, Herr Direktor. Sie haben völlig recht, Herr Direktor. Hier in Wien ist sowas zu kokett. Hier bring ich es als alte Operette. Gib die Hand, Herr Direktor. Ich bin der Werner Wischermadel, hab die Lehrbücher im Tasche drin. Schöne Zandalabi au, schöne Hübsterlabi au, weil das gibt's ja nur in Wien. Ja, beim Aschel auf meinem Taschel, wie ein echtes Wiener Kind. Ja, die Männer, die will, die verlangen nicht zu viel,
weiß selber, wer das sind. Huhu, la, die Männer, die will, die verlangen nicht so viel.